4.0. Willkommen aus Barcelona, wo wir das brandneue Samsung Gear Neo hier haben. Ich muss mich ja anstrengen, keinen Galaxy mehr dazu zu sagen, denn wir haben hier Tizen OS installiert auf der Uhr und daneben liegt auch das Samsung Galaxy S5, das wir euch schon vorgestellt haben. Also einfach mal im Channel schauen und hier könnt ihr sehen, wir haben eigentlich ein ähnliches Menü, wie wir es schon bei der ersten Gear hatten. Mit vielen Funktionen, aber mittlerweile auch Infrarot mit dabei. Heißt, Sie können auch das Gerät als Remote benutzen. Und vor allem das Coolste ist, wir haben hier tatsächlich noch einen Heartrate-Sensor mit drin, der gerade grün leuchtet. Also hier könnte ich jetzt meinen Finger hinhalten und der würde mir den Puls sagen. Natürlich sollte es nicht unbedingt nur mit dem Finger funktionieren, sondern wenn wir es einfach hier an unserem Arm dran haben, dann können wir natürlich schauen, was sie für einen Puls haben. Ich mache das einfach mal mit dem Finger. Also ich überliste jetzt gerade das Gerät ein bisschen. Man soll dabei normalerweise nicht reden oder sich bewegen, aber man kann sich natürlich auch bewegen und dann ändert sich natürlich die Herzfrequenz ständig. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das dauert. Ansonsten auch noch ganz neu dabei, unten haben wir so einen Home-Button, der ist natürlich praktisch, damit wir immer wieder auf den Homescreen kommen, damit wir sehen, wie viel Uhr es ist. Und hier über das Gerät, also diesen Standfuß, können wir das Ganze noch aufladen. Ist magnetisch übrigens. Genau, wie ihr sehen könnt, 94 ist mein Heartrate. Kann natürlich auch ständig angezeigt werden, allerdings muss ich es dann wirklich richtig tragen. Das ist Gummi, hier unten weiterhin Metall und mittlerweile können wir auch nicht mehr über das Ding telefonieren. Das wurde hier ausgelassen, denn ein Mikrofon war sozusagen überflüssig, verbindet sich aber weiterhin über Bluetooth. Auch über 3 Tage können wir hier unsere Schritte und alles anzeigen lassen und messen lassen. Und per S-Voice können wir allerdings komischerweise trotzdem alles noch hier bedienen. Genau, das war das ganz kurze Hands-on mit der brandneuen Samsung Gear 2. Wenn ihr das zugeschaut habt, hat sich nicht groß eigentlich was verändert, bis auf Infrarotsensor und das Tizen OS. Aber das werden wir euch noch alles im Detail dann im Review zeigen. Bis dahin, mein Name ist Balázs Gál und vergesst nicht, hier auf jeden Fall unseren Channel zu abonnieren, damit ihr weitere Infos zur Gear erhalten könnt, die natürlich mittlerweile auch mit mehr Samsung-Geräten auch benutzt werden kann, um Apps zu installieren zu benutzen und allerdings weiterhin nur mit Samsung-Produkten, soweit ich weiß. Und den Preis werden wir euch bald noch nachliefern. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal.